So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei mir auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Ich habe zwischen den Folgen, habe ich mir erstmal nochmal hier meinen Außenposten wieder zurückgeholt, den ich ja dezent verkackt habe. War nicht einfach auf Rang 3, aber hat funktioniert. Des Weiteren haben wir uns hier noch die Insel gegönnt. Ja. So, mein Schwein ist wieder am Start. Das kleine Inselchen war auch ganz witzig, weil man hat nicht wirklich einen erhöhten Punkt, um von hier dann ein bisschen sneaky reinzukommen oder so. Das heißt, am besten durch die Insel sneaken. Währenddessen habe ich mir so gedacht, dass wir vielleicht hier Herc auf jeden Fall gemeinsam holen werden, den bekloppten Alten da. Und vielleicht die anderen, Charaktere uns auch noch gemeinsam holen. Wir haben ja bisher die Charaktere zusammengeholt. Und dann werden wir das wahrscheinlich jetzt auch machen, bevor es hier mit der Story weitergeht. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass wir, wenn wir, wo habe ich es? Jetzt muss ich gerade suchen. Vorteile? Nein. Helfer? Nein. Wo haben wir denn unser Viehzeug? Herausforderung, glaube ich, war das, oder? Nee, auch nicht. Leute, jetzt muss ich gerade suchen. Karte. Basis. Okay, ich finde es gerade nicht. Ich glaube, ja, okay, alles klar. Ich weiß, warum ich es nicht finde. Und zwar, wo ist unser Shop? Ist unser Shop. Öffnen. Genau, Beute eintauschen. Und zwar habe ich auch herausgefunden, dass wenn wir hier runtergehen, das mutierte Bison sowie der mutierte Puma, die bringen Platinen, wenn man die halt findet und killt. Habe ich bisher noch keine gefunden. Wäre aber nicht verkehrt, wenn man da mal einen organisieren könnte. Wenn ich das halt dann so finde. Eine Expedition habe ich gemacht, die ich schon mal versucht habe. Hat diesmal funktioniert. Ich bin ein bisschen mit Trick 17 hinter den ganzen Felsen, die da sind, versteckt. Und eigentlich nur gewartet, hier und da mal einen weggeschossen und dann einfach nur abgewartet, bis der Heli da war. Ist also, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders gewesen, dass man sich da einfach nur versteckt. So, aber bevor wir jetzt einfach weiter quatschen die ganze Zeit, reisen wir schon mal nach hier unten. Und dann gucken wir uns mal an, was der Herc diesmal wieder für einen Sieg baut. So. Dann einmal zum Herc rüber, ne? Ist ja nicht. Sagt er was? Ich hab gedacht, da war was. Aber die Blumen wachsen schön. Okay. Sah zuerst aus, als ob die durch die Wand glitschen, aber die hängen da drüber. Das ist in Ordnung. Aber der Rasen glitscht durch die Wand. War nicht so ein Stress? Was ist los bei dir, Schwein? Komm. Ist ja gut. Eine feine Sau. Ja. Borsti. So, jetzt ist gut. Hast Streicheleinheit bekommen. Jetzt wollen wir mal los hier, ne? Okay, alles klar. Achso. Nein. Ein bisschen Wingsuit. Haben wir, wenn ich so überlege, auch noch nicht benutzt. Oh wei. Hallo, Herc. Kennen wir uns nicht irgendwo her? Ich meine, du kommst mir so bekannt vor, als hätten wir das hier schon tausendmal in einer endlosen Endlosschleife erlebt, der keiner von uns hier entkommt. Wie auch immer, ich bin Herc und bin froh, dass du da bist. Ich brauche einen Fahrer. Einen Fahrer, der die Kühnheit besitzt, ungebremst auszurasten, so wie ich in jungen Jahren. Nun, zweifellos hast du vielleicht schon viel von mir gehört, von meinen zahlreichen Wundertaten. Du warst schon im Schlafzimmer, aber nicht nur da. Tja, all diese Geschichten sind wahr. Auch die, in der ich ein ganzes Land mit einer Affenbande befreit habe, der ich vorher den Umgang mit fast legalen Waffen beigebracht habe.
Aber dann habe ich diesem Leben voll Ruhm und Reichtum mit all seinen Tücken den Rücken gekehrt, um sesshaft zu werden. Ich habe ein Geschäft gegründet. Mit meinem Cousin. Wir machen Partyschnaps. Und dann habe ich noch die Frau meiner Träume getroffen und mit ihr ein Baby gemacht. Es war ein gutes Leben. Ein friedliches Leben, aber dann... Dann kamen die Highwaymen und nahmen es mir weg. Sie nahmen mir die Brennerei ab. Und meine Karre. Und meine Frau. Und dann wollten sie auch noch mein Baby. Jetzt ist es was Persönliches und ich werde sie fertig machen. Wie John Wick. Und ich hole mir alles zurück und zwar zuallererst meine Karre. Also brauche ich dich als Fahrer. Als furchtlosen Begleiter, der todesmutig Leib und Leben riskiert, während ich wie ein Irrer alles abschieße, was uns verdammt nochmal in die Quere kommt. Wie Captain Porno, der Superheld. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Tut mir leid. Irgendwie ist da die Fantasie mit mir durchgegangen. Es klang irgendwie cool. Belassen wir es dabei. Okay. Begleitest du mich auf diesem steinigen Weg der Rache? Wenn ja, werden der Affengott und ich dich reicher belohnen, als du es dir je hast träumen lassen. Partyschnaps, VHS-Kassetten mit Pornos, coole Waffen. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen, Keule. Ich verspreche dir, dass ich ab wie ein Zäpfchen, so richtig fahrt und Furious-mäßig, wie ein Ständer auf vier Rädern, echt jetzt mal. Wirklich jetzt, ohne Scheiß, das ist der schnellste Wagen im Westen. Nicht mal die Highwaymen können damit halten. Ich meine, einmal hat mich David Hasselhoff angerufen und meinte so, Jo, sag's nicht weiter, aber Kit ist eine Nervensäge. Ich hätte viel über deine Karre. Ich habe ihm gesagt, er kann auch ruhig mal zu Fuß gehen. Deswegen haben sie ihn ja überhaupt geklaut. Die waren einfach neidisch auf mein Tempo. Und wie sexy ich aussehe, wenn ich drin sitze. Die sind ja so erbärmlich. Aber ich lache zuletzt. Ich habe eine Falle eingebaut. Und die würden darin sowieso nicht so gut aussehen wie ich. Weil ich diese innere Selbstsicherheit habe, die nach außen strahlt. Und Selbstbewusstsein das Wichtigste überhaupt ist. Deshalb haben sie ihn hergebracht, um die Falle zu entschärfen. Aber naja, weißt du, ich war schneller. Warte. Lass mich über die Springfalle abschalten, bevor du einsteigst. Nein, so nicht. Ah ja, alles klar. Moment, was? Ach egal, keine Sorge, wird schon, alles ist gut, das wird schon. Bist du bereit, so schnell zu fahren, dass dich deine Schamhaare am Arsch kitzeln? Oh shit, das da ist die Sprengfalle. Hab sie wohl doch irgendwie nicht ganz entschärft. Okay, kein Ding, solange wir nicht länger als ein paar Sekunden stehen bleiben, dürfte eigentlich nichts passieren. Die Straßensperre einfach weg. Du fährst einfach durch und versaust mir den Lack. Highwayman, irgendwer muss Verstärkung geholt haben. Voll die Rostlaube, alter Falter, ey. Verdammt, die werfen mit Fässern, die wütende Gewehrsparten. Machen das wirklich? Das ist nicht nur so ein Videospiel-Ding. Affen werfen mit Fässern, wenn sie wütend sind. Meistens auf Italiener. Fahr wieder Richtung Tunnel. Auf der anderen Seite sollten wir sicher sein. Da kommen noch mehr von den Arschgeigen. Halt sie einfach ab! Vorsicht, komm nicht von der Rampe, nicht so schnell! Sorry. Ups. Was heißt nicht so schnell? Das Ding, das fährt rückwärts. Pass auf den Truck auf! Oh wei. Oh wei, ist das schnell unterwegs. Leck mich am Arsch, ey. Geschwindigkeitsrausch hier. Ja, im Ernst. Ich schwöre dir, dieses
Auto ist rasend schnell, wenn alles in Ordnung ist. Nur mit dem Baby. Aber die Karre ist schon ziemlich cool, oder? Ist ja richtig Party hier, wenn du über so eine Rampe fährst. Mann, sind wir schnell. Wir müssen zu Fuß ja schneller. Hörg, 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 du bist eine Gurke. Au, Bananen, hä? Nur Scheiße im Kopf. Hängen. Der ist zu lärm. Lass uns einfach rausspringen, wegrennen und zusehen, wie er hochgeht. Und jetzt? Wir haben auf die Kacke gehauen, sie getreten und rumgewirbelt. Oh ja, oh Mann! Alles in Flammen! Oh Mann, das war affengeil! Du hast es richtig drauf! Also, ich wollte sagen... Oh ja! Oh Mann! Ich weiß, das war nur Schrittgeschwindigkeit, aber mein Herz pocht und mein Schwengel ist steinhart! Das war heftig! Das war Explosionen und Schüsse und scheiß Bisons. Und wenn wir angehalten hätten, wären wir draufgegangen. Wie in diesem Film Speed, nur in Ultra-Zeitlupe. Mann, scheiße. Scheiße, Mann. Und weißt du, ich wollte dir das Auto als Belohnung geben. Aber keine Angst, ich baue dir neues und verspreche dir, dass es schneller fährt als das hier, okay? Weißt du, ich glaube, wir waren ein affenstarkes Team, ja. Und ich spüre irgendwie, dass du das auch so siehst. Also, wenn du willst, können wir diesen Weg der Rache weiter zusammengehen. Noch ein paar Köpfe knallen lassen. Ruf mich einfach an. Ich habe eigentlich immer Zeit. Hoi. Okay. Das war, überraschend einfach. Das ist aber mein süßes kleines Ferkelchen. Tschö, Hörg. So. Hörkammer. Wir sind jetzt von da nach da gereist. Pass auf. Als nächstes holen wir uns die Nana noch. Sind jetzt einmal dabei. Dann können wir uns die auch direkt holen. Ja, und die Hörg-Mission ging jetzt schneller, als ich erwartet habe. Hallo. Hi, Kumpel. Wo? Suhlt sich im Dreck. Ach, wie cool ist das denn? Und erstmal wieder Marker, wo wir hin müssen. Wo ist der Marker? Auf der anderen Seite natürlich. Hoppala. Durch den Berg geglitscht. Habt ihr das gesehen? So. Hat ja geklappt, wie es sollte. So, jetzt aber. Mal ein bisschen den Wingsuit benutzen, haben wir auch noch nicht gemacht. Was schießt die denn da?
verlange genau nach so einem Babyfest mit einem Hauch von Talent. Mhm. Wenn die rumrennen würden, wäre es wenigstens eine Herausforderung. Können wir mal hochgucken? Nanas Tagebuch. Ich hatte einen Mann, vielleicht irgendjemand hat hier draußen mit mir gelebt, bevor alles hochging. War vielleicht eine Tochter oder eine Enkelin? Ich brachte mir das Schießen bei, oder war das Gracie? Ach Himmel, Herrgott. Ich schätze, mein Verstand hat diese Tür nicht ohne Grund zugemacht. Gott weiß, was mit mir passiert, wenn ich sie wieder öffne. Vielleicht kann ich so weiterleben, wie ich aus der Erde gekrochen kam und mit 70... in einem Getreideturm hausen. Jedenfalls fürs Erste. Mhm. Das Buch von Nana. Hier geht's noch weiter hoch. Hm. Jetzt bräuchte ich eigentlich Timber, weil der würde mir anzeigen, wo die ganzen Panzertapes sind. Eins noch. Ein Panzer. Oh. Die ist hier rum am Ballern, hey. Irgendwie ist es Bedarf, Timber zu rufen. Gehen wir hier nochmal hoch? Sehe ich es von hier oben? Nein. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nena nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten drei Käse hoch die Leviten liest. Oh wei. Problem ist, ich sehe die da nicht. Und da noch.
So. Ja. Hier steckt vielleicht doch Talent unter dem ganzen Dreck. Und jetzt? Gar nicht schlecht. Gar nicht übel. Kann ich mit dir wieder gut quatschen? Geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Er bindet mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Oh wei. Ja, mal schauen, ob wir das auch hinkriegen. Das Scharfschützen übernehmen. Nicht so schwer. Vor allem brauche ich kein Scharfschützengewehr. Ach Herzchen, das war echt gut. Soll ich wieder runter oder was? Au. Voll im Baum gescheppert. Ach komm, jetzt ist die da hochgekraxelt. Okay, dann auch nochmal hoch. Besser als ich gedacht hätte. Hast ein gutes Auge im Kopf. Klar. Hier brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt's schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Toll, machen wir jetzt hier Moor 100. Zack, zack. Zack. Nix da. Na, ein paar Pillen einwerfen.
Noch mehr, du krankes Vieh. Sonnenschein. Ich hab so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine. Hm? Alter, die hat auch so einen Sockenschuss, die Alte. Leck mir am Arsch, ey. Quatsch. Das war der Ethanol-Tanker. Gibt nichts mehr für die Leute. So. Die haben wir jetzt auch hier geholt. Die leicht behämmerte Olle. Wie viel fehlen uns denn noch? 3 Stück noch? Hier unten ist eine Helferauswahl. Helfer habe ich auch nur 2, die ich holen kann. Den Judge und Gina Guerra. Ah, okay, alles klar. Da muss ich in der Story weiterkommen, bevor wir uns den Judge holen können. Die könnten wir uns holen. Dann haben wir so langsam alle Helfer am Start. Horatio muss noch ein bisschen skillen. Ja. Die 2 natürlich und die beiden habe ich ja fertig. Also die sind Maximum Skill. Die 2 hier noch auf Skill bringen. Team hat überall Schalldämpfer drauf, okay. Okay, die schießt durch Deckung durch. Auch nice. Fetter Skill. Ja, hier mein Schweinchen muss noch ein bisschen was, ein paar Kills absolvieren. So. Könnten uns ja... Hier unten Gina Guerra noch holen. Könnten aber auch gemeinsam nochmal eine Schatzsuche machen. Aber wir gehen Gina Guerra noch abholen in Prosperity. Kim ist stolz auf das, was sie hier organisiert hat. Ich markiere die mal. Ja, da dachte ich mir, dass das hier von Shark... Ja, wälz dich, mein Dicker. Wälz dich, ja, fein. Ja, feine Sau. So. Sammeln wir direkt mal wieder hier Blümchen ein, wa? Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. So. Ja, hier, die könnten wir auf... Oder? Können wir auf Maximum machen. Ich komme mal kurz rein. Wir haben 495. Jetzt können wir in der Basis den hochziehen noch. Können wir auf Maximum bringen. Genau, Expedition hochziehen. Hm.
Raubtiere und mutierte Tiere, Karten dafür. Wäre nicht verkehrt. Weil dann könnte ich mir anzeigen, wo die mutierten Viecher sind und könnte mir so Platinen besorgen. Weil das auch nicht verkehrt wäre. Oh. Ich glaube, ich bringe unsere Hilfe mal auf Elite-Rang. Das macht noch mehr Sinn. Das gefällt mir besser. Jetzt haben wir unsere Hilfe auf Elite-Rang. Wo ist Schwein? Und? Wie sieht dein Live-Balken aus, Schweinchen? Ja, bist du eine Elite-Sau, ne? Keine Ahnung, wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Okay. Meine Gebete wurden erhört. Ich kann kaum glauben, dass das funktioniert hat. Ich schulde diesem Affengott, glaube ich, einen kleinen Gefallen. Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Blades leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß. Wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Dank dir wächst Ui weh. Schneller als eine Ziege. Und der schon wieder hier weg. Schwierigkeitsrang Rang 3. Oh wei. Wo muss ich dafür hin? Hier. Reisen wir mal hier rüber und dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, das endet in einer Katastrophe. Ja, Hund. Ah, vier Live-Balken hat er jetzt. So. Markierung setzen. Dann mal querfällt einen darüber. Bin ich mal gespannt, Herr. Was da auf uns wartet. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Schütze Gina. Oh wei, ich bin ja noch gar nicht oben.
Zack. Gina. Von wo? Junge, Junge. Ein totales Chaos hier. Was? Wieso ist sie denn jetzt explodiert, Aubanan? Boah. Die hat doch noch voll live. Junge, Junge, sag ja, das kann nichts geben. Scheiße, ey. Typen wegmachen ist ja nicht das Problem, aber... Gina da irgendwie rausholen. Alter, Alter, Alter. Ach komm, ich hab da keine Lust. Nichts da. Du fliegst. Das ist Gina. Der ist weg. Komm. Der auch nicht mehr. Das hast du gut gemacht vorhin.
Ich ziehe hier runter, oder was? Ich denke. Du bist der Scharfschütze, was? Ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse, ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten, hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst. Ja, dann doch geschafft. Mit einmal sterben haben wir es noch geschafft. Alles klar. Krankes Ding, hä? Oh, sieht aus, als ob die Tank-Style hat. Hallo Schwein, kommen wir hier rüber? Hier kommen wir aber rüber, ne? Schwein. Junge, Junge. Ah, oh, das ist ein krankes Ding. Okay, hier gibt es auch wieder Federn zu sammeln, aber dafür brauche ich Timber. Das ist jetzt hier wild rumlaufen, bis dass ich alles gefunden habe. Ne, ne. Na, wobei, da ist eine. Munition. Noch mehr Munition. Mit Treppe runter, Treppe auf. Da hinten ist noch eine Feder. Hoppa. Naja. Mein Schwein dreht wieder am Rad, weil es nicht hochkommt. Zahnräder. Feder. Hier sind wir in Federhausen, ne? Schick, was die sich hier zurechtgezimmert haben, ne? Aber ein Safe, den holen wir natürlich. Gut, dass ich doch nochmal eine Runde hier gelaufen bin. Titan, kriegt man die Tür auf? Nein, schade. Cheeseburger. Was ist los? Gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt so im Großen haben wir jetzt alle ja geholt, die wir holen können. Und dann reisen wir noch schnell hier hin. Reisen. Und ich würde sagen, wenn wir dann hier auf der Insel angekommen sind, ist die Folge dann auch schon zu Ende. Und wir würden uns in der nächsten Folge dann halt wieder hier treffen. Nehmen wir hier schön Meeresblick oder so.
Dann werden wir uns in der nächsten Folge hier wieder treffen und in der Story ein wenig weitermachen. Und bis dahin würde ich ja mal sagen, tschüss, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, lasst mir doch ein Like da und wenn ihr mehr davon wollt, Glocke klicken nicht vergessen. Ciao zusammen.